Yo, herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute Sumo Kong auf der Solo Lane. Gestern hat das mit Belona ganz gut geklappt. Okay, Leute, chillt euer Leben. Ich will hier reden. Freunde! Okay, den nehme ich hier mit, ich auch mal. Und zwar geht's heute weniger um das Game. Eigentlich heute mal ein bisschen Real Talk. Was mir ein bisschen auf den Sack geht. Und zuerst aber so ein bisschen Neuigkeiten zu Dino. Weil viele haben mich jetzt schon gefragt, wo Dino bleibt, Don Dino. Und warum ich gerade nicht mehr mit ihm zocke und sowas. Das Problem ist, dass der Don Dino gerade in Hamburg ist. Wegen seinem Studium. Und deshalb nicht in der Lage ist, gerade zu streamen oder zu zocken, zum Aufnehmen. Weil die Internetgeschwindigkeit auch nicht so der Burner ist, auch zum Videos hochladen. Auf der Seite tut es mir leid für euch, dass ihr nur meine Stimme hören müsst. Also ja, sorry, deswegen kann man leider nichts machen, Leute, erstmal. Müsst ihr erstmal mit mir auskommen. Wann er wiederkommt, das ist in einem Monat. Spätestens ist er wieder da. Kurz mal mein Warrior's Blessing stacken. Okay. XP von Blue kriege ich nicht. Ja, auf jeden Fall. In einem Monat spätestens ist er wieder da, keine Sorge. Deshalb kriegt ihr erstmal nur Videos von mir. Kann ich leider nichts machen. Ich weiß, tut mir leid. Ja. Worüber ich jetzt wirklich reden wollte, ist, warum mich Smite zurzeit. Scheiße, Alter, das geht mir so auf den Sack gerade. Dieses Game geht mir so auf den Sack. Es ist unglaublich. Ich erzähle euch heute mal, was gestern passiert ist. Vorgestern war es, vorgestern. Ich habe Rank gespielt. Und zwar war ich AD Carry. Und wenn ich schlecht spiele, wenn ich kacke spiele und deswegen verkacke und sowas, ich sag gar nichts. Weil wenn ich schuld bin, dass ich die ganze Zeit gekillt werde, dann bin ich schuld. Nur diese Smite-Community besteht aus Hunden, Alter. Und dass Hyrus das auch noch zulässt manchmal bei manchen Situationen, das geht mir halt so richtig echt scheiße auf den Sack, Alter. Ich hätte gerade meine 3 Skills noch nicht tot. Obwohl. Ja, ich erzähl mal, was gestern passiert ist. Und zwar habe ich ADC gezockt. Mein Support, ihr kennt ja die neue Meta, die Hunde-Meta, Support Invaded Speed von den Gegnern, was mir sowieso auch noch aus dem Sack geht, Alter. Ja, mein Support hat Sir Cat genommen, hat den Speed von den Gegnern invaded, ist gestorben. GG, was soll ich sagen, ist gestorben. Der Jungler von den Gegnern hat mich dreimal hintereinander gegankt. Mein Support war kein einziges Mal auf meiner Lane. Mein Jungler war kein einziges Mal auf der Lane. Obwohl ich die ganze Zeit gegankt wurde. Hat keinen interessiert. Trotzdem haben sie nichts rausgerissen, obwohl der Jungler die ganze Zeit bei mir war. Und dann werde ich auch noch geblamed dafür, dass ich feed. Ja. Was soll ich sagen? Stirbt uns. Korrekt von Thor gerade, dass er meinen Kill nicht genommen hat, obwohl er hätte safe nehmen können. Weil ich wusste gerade nicht, ob ich sterben werde oder nicht. Also, korrekte Sache, Digga. Wir backen mal. Ja, mein Support war kein einziges Mal auf meiner Lane. Hat die Lane nicht gewordet. Mein Jungler war nie da. Es war ein Desaster. Ich will ja nur sagen. Also ich will hier jetzt nicht rumholen, dass mein Jungler und mein Support mir nicht geholfen haben. Das war mir echt scheißegal. Ich habe kein einziges Mal geflamed, deswegen. Nur das, was mich am Ende angekotzt hat, wie nochmal was, ist einfach,
dass ich reported wurde von meinem Team. Und okay, ich habe niemanden geflamed, dass die mir nicht geholfen haben. Ich wurde am Ende reported von meinem Team. Und ich habe dann nur so eine Nachricht bekommen, dass ich reported wurde wegen Feeding. Und ich soll damit. Und ich soll aufpassen und so eine Scheiße. Und das hat mich so. Es hat mich so angepisst. Es hat mich so angepisst. Ich bin ausgerastet. Es war das erste Game vorgestern. Und ich habe Smite gespielt. Ich wollte Smite deinstallieren. Es war so krank. Nicht schlecht. Gut ausgewichen. Wäre schon gebackt eigentlich. By the way, ich hätte Gladiator Schild holen sollen. Ich bin wegen meinem Reden jetzt durcheinander gekommen. Egal. Was auch immer. Also, dieses Game hat mich so auseinandergenommen. Mental. Ich wollte das Spiel deinstallieren. Ohne Witz, Leute. Es war einfach nur krank. Nein! Ungelogen, ich dachte gestern, ich werde mit Smite aufhören. Ja, so viel dazu. Ich habe nicht aufgehört, wie ihr gesehen habt. Eine Sache wahrscheinlich, dass ich gerade auch alleine zocken muss, ranked, um auch hier für euch Content zu bringen. Weil wenn ich mit Dino gezockt habe, dann ging das wenigstens noch irgendwie. Aber das gestern hat mich echt zerfickt. Warte mal, sein Blue Star, vielleicht invaden wir dann den Scheiß hier. Also ich finde, ich weiß nicht, Smite Community ist für mich die schlimmste Community, die es gibt. Verbessert mich. Bitte, wenn es nicht so ist. Ich kenne die anderen Games nicht, LOL oder sowas, oder Dota oder... Da kam gerade eine Arachne, die habe ich gehört. Ja, die soll die Wave pushen, ich bleib nicht. Ja, mein Blue habe ich schon gemacht, Freunde. Mein Blue hab ich schon gemacht. Also verbessert mich, ich will nichts Falsches sagen. Mir kommt so vor, als wäre Smite Community am schlimmsten. Was die Smite Community angeht, das sind alles Hunde für mich. Also schlimmer geht's gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe LOL gespielt. Ich habe mal LOL gespielt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es so war. Und ich hatte auch, ich war ein Low Level. Ich habe auch... Ich weiß nicht, wie das Matchmaking da bei LOL ist, aber... Ich habe keine schlechten Leute bekommen. Ich habe schon gute Leute bekommen. Und die haben mich geflamed, Alter. Nur bei Smite, Alter. Die beleidigen sich direkt gegenseitig. Sicher. Ich will eigentlich nicht ulten. Überlebe ich das so? Na gut. Oh, da ist Ultima. Da ist Ultima. Den sollten wir kriegen, weil den slow ich jetzt. Nice Rotation, die habe ich ja nicht mal mitbekommen, Alter. Ja, was noch bei Smite auf den Sack geht, ist diese Meta-Scheiße. Ich krieg die letzten verfickten... Sorry, dass ich so auslasse, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr mit mir fühlt, ob ihr gar nicht mit mir fühlt. Wenn ihr gar nicht mit mir fühlt, dann freue ich mich sogar. Dann erlebt ihr nicht die Scheiße, die ich erlebe hier. Oh Mann, also bei manchen Leuten, da verstehe ich, dass sie gebannt werden, weil sie andere beleidigen. Also ich verstehe es vollkommen, Alter. Achso, okay, ich habe den Blue von dem anderen, stimmt ja. Ich dachte gerade, der hätte den weggenommen. Ich wäre, während ich das Video mache, wenn mir gerade das passiert wäre, ich wäre wieder ausgerastet. Ja, der sollte den kriegen. Obwohl, ich bleib mal hier. Was? Ein Gegner wurde geknechtet? Digga, wieso habe ich ein deutsches Sieg? Wieso habe ich einen deutschen Kommentator drin? Hallo, ja.
Wird aber ein paar Leute auseinandergenommen. Wo war ich stehen geblieben eigentlich? Das Game läuft gerade gut. Alles, was ich sage, ist gerade hier nicht dabei. Auf einmal. Ich glaube, Hyrus hat mich gehört, dass ich mich aufgeregt habe. Und hat mir nur noch gute Teammates gegeben. Danke, Hyrus. Obwohl ich habe alle gemutet, wer weiß, was sie schreiben. Hunde. Ne, die Leute, die ich gerade habe, die sind echt top. Ich habe vergessen, wo ich stehen geblieben bin, ehrlich gesagt. Smite Community ist die schlimmste Scheiße überhaupt. Ah, ich guck mal kurz, ob ich am Blue klicke. Ja, wenn ihr nicht das gleiche wie ich erlebt, dann top. Ich freue mich für euch. Erlebt das nicht, was ich erlebe hier, Alter. Ist es, glaub, irgendwie ist es so, seitdem ich. Oh, lol. Okay, ich werde es trotzdem hochladen. Ich werde auch jetzt weiterreden. Es ist irgendwie so, dass seitdem ich nicht mehr mit Dino zocke, weil er gerade nicht kann. Weiß nicht, alleine zocken ist echt so eine demotivierende Scheiße, Alter. Ich glaube, das hätte ich niemals 2 Jahre durchgehalten mit dem Kanal. Hätte ich alleine Smite gezockt. Ich wäre safe ausgerastet, Alter. Leck mir am Arsch. Ja, was wollte ich noch sagen? Ah ja, über diese Meta-Scheiße, genau. Und zwar, ich weiß nicht, wie es bei anderen Games ist. League of Legends oder sowas auch. Was mit der Meta zu tun hat, klar. Was gerade gebufft wird oder genervt wird und so, spielt man nicht, spielt man. Okay, verstehe ich. Verstehe ich vollkommen. Aber, wenn ich in meinen letzten 10 Games, verfickt doch mal bei jedem Game, Aphrodite oder Kugelkan sehe, nur weil irgendwelche Pros sie gespielt haben, Alter, ich raste aus. Und dann banne ich die und dann werde ich beleidigt, warum ich die banne. Ja, weil ich keinen Bock mehr habe, die ganzen gleichen Götter jeden Game zu sehen, Alter. Das macht doch gar keinen Spaß. Ich weiß nicht. Ich glaube, manche hier zocken nicht zum Spaß, Alter. Zocken, um die auf den Sack zu gehen oder um Ranked aufzusteigen, von mir aus. Aber das zockt jeder, um Ranked aufzusteigen. Aber die wollen keinen Spaß. So, und dann, wenn du die Götter bannst, die gut sind, gell, damit sie nicht gespielt werden, das ist auch noch beleidigt, Alter. Also, ich muss da einfach mal kurz meine Frust rauslassen. Schreibt mal bitte, Alter, gebt mir Rückmeldung, ob es bei euch auch so ist. Ich will nicht. Wenn es nur bei mir so ist, dann freut mich das für euch, dass es bei euch nicht so ist. Aber gebt mir mal Rückmeldung, ob das bei euch auch mit der Scheiße ist, mit dieser Meta, dauernd dieselben Gods. Irgendwie Art King Arthur, Alter. Wenn ich diesen Hund sehe, kriege ich Augenkrebs. Ihr wollt Eier, wir müssen ja noch einen Solo-Lane-Guide machen, gell? Brauche ich gar nicht. Pickt King Arthur, holt euch Gladiators. Und ihr könnt 1 gegen 3 kämpfen. Because, why not, Motherfucker, Alter? Weil, Alter, ich könnte mir noch weiter abkotzen über Smite. Aber wir spielen natürlich trotzdem Smite. Auch egal, wie wir uns aufregen oder wie ich mich aufrege, ich spiele das Game trotzdem. Weil es irgendwie ja doch irgendwie mal vielleicht mal Spaß macht. Ah. Ach, das war schön. Das war echt schön gerade. Ja, Leute, schön, dass ihr da wart. Danke für euren Support. Ich liebe jeden einzelnen von euch, die uns supporten. Ihr seid die Besten. Was will ich noch sagen? In 7 Tagen läuft das Giveaway. Freut mich. Würde mich freuen, wenn viele mitmachen würden. Damit wir die Chance kriegen, euch auch was zurückzugeben, also. Ja, bis zum nächsten Mal, Digga. Haut rein. Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.